Jo moin, fliegt unter Heulula 303 hier und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1602 zusammen mit dem Valvo. Servus, hallo, wer klopft denn da? ist dein Nachbar. Entschuldigung. Ach ja, lang ist es her für uns, sehr, sehr lang. Verdammt lang her. Einen Monat haben wir gerade nachgeschaut. Ja, 28.03. war das Safe Game und wir haben jetzt den 2. Mai. Und wir sind immer noch am Vorproduzieren. Ja, ich weiß nicht mehr wie viel, aber also ich glaube locker eine Woche oder so hätten wir eigentlich noch im Petto gehabt. Ja, 4 Folgen von der letzten Mission und dann nochmal von der neuen Mission. Genau. In der wir jetzt drinnen sind und wir haben das letzte Mal dem Roten auf die Mütze gegeben und dem sein Schiff vernichtet. Jo. Zumindest sind wir da ganz stark der Meinung. Also wir haben es nicht mehr wiedergefunden, wir haben nur die ich zeig's euch mal ganz kurz, das sind die Safe Games, ich werde sie in Zukunft ein bisschen besser betiteln vielleicht. Es war irritierend, welches unser Spielstand war. Ich wusste nur, wenig Land sind wir durch, LP-Prüfung war glaube ich auch durch und wir waren dann irgendwo bei Aristokets und Aris. LP, die Prüfung, ist auch gut. Let's play die Prüfung. Mit so Fragen wie, welches Aufnahmeprogramm verwendet man am besten? Oder welchen Codec verwenden Sie idealerweise? In welcher Auflösung sollten Sie am besten Ihre Videos rendern? So, was haben wir hier? 9. Wir machen hier noch gar kein Werkzeug, ne? Oh Mann. Oh Mann. Gesichtspalme. Was fehlt denn? Ach, Holz. Und Werkzeug. Kaufen wir Werkzeug noch ein? Ja. Wir kaufen Kanonen ein? Oh, okay. Und wieso denn das? Lebensmittel können wir mal einstellen. Eigentlich bräuchten wir jetzt keine Kanonen mehr, oder? Eigentlich nicht. Wir sind ja eh nur eine Stufe davon entfernt, die selbst zu machen. Von dort her würde ich sagen... Ja, wobei uns ging ja das Erz aus, oder? Das Erz? Hier noch nicht. Also hier haben wir die Erzader noch nicht mal angezapft. Okay, aber bei sämtlichen anderen war ich schon erschöpft. Ja, also ich nehme an, wir bauen die Mine hier auch und in derselben Folge ist die Mine wieder leer. Ich kenne ja unser Glück. Komm, dann lassen wir es mal so und hoffen, dass wir irgendwie schnellstmöglich... Da haben wir hier noch irgendwo Werkzeug. Ich mangel an Alkohol. Hier haben wir nichts, hier haben wir auch nichts. Ich schicke das Schiff trotzdem mal hier runter. Das kann hier wieder ein bisschen was wegballern von ihm hier, weil der hat nämlich schon Bürger und der könnte theoretisch demnächst irgendwann bald in dieser zeitlichen Konstellation Kanonen anfangen zu bauen. Und wenn der Kanonen baut, dann kann er unsere Marktplätze hier nämlich wegbauen. Mhm. Das wäre eher semi-produktiv. Zumindest für uns. So. Ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir es in einem Marktplatz down. Auf der Seite. 10. Er ist zwar ein bisschen ummauert, aber ein bisschen ummantelt. Aber vielleicht schaffen wir das, durchzudringen. Schiff ist auf jeden Fall wieder unterwegs. Der Gelbe hat so 2 Inseln. Bei dem bleibt aktuell. Jo, ich hoffe, es langt ausgebaut. Da fehlt ein bisschen ein Stück. Aber ja, bei uns auch. Ja. Wir müssen nur ein bisschen mehr die Bilanz hochschrauben, fällt man so ein bisschen auf, weil wir haben kaum Geld. Wir haben gerade mal 800. Mhm. So. Viel passiert auch in der Zeit. Also nicht nur meine Augenoperation, sondern Anno 1800 kam in der mittlerweile Zeit raus. Wie, das hast du gar nicht mit? Nein, Schatz. Und Anno ist da schon fleißig am Daddeln. Oh ja. Wird sie wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Na. Kanal wahrscheinlich die ganze Zeit Anno 1800, Anno 1602, Anno 1800, 1602. Zack. Oder hast du nebenbei auch noch ein Projekt gerade am Laufen? Anno 1602 läuft, Anno 1800 Kampagne läuft und Anno 1800 Multiplayer läuft.
Und ich habe tatsächlich mal wieder geschafft, ich glaube, ich habe 4 Folgen Assassin's Creed aufgenommen. Irgendwann. Mit einem Mang. Und 2 davon sind auch schon gerendert, das weiß ich. Die anderen noch nicht. Okay. Dafür fehlt, es fehlt einfach immer die Zeit. Dass du da wieder reinschaust. So. Düm, düm. Düm, düm, düm. Vielleicht kriegst du den Marktplatz da down. Den da? Oh. Mhm. Ja, müssen wir gucken. Der baut hier immer so gerne. Kaum ist die Mauer weg. Plupp, ich baue eine Mauer nach. So wie hier gerade wieder. Plupp, ich baue wieder neue Schweinsfarmen nach. Naja, solange wie ihm nervt. Schweinerei. Ja, wie viele Kapellen der hier hat, ey. 3 Stück auf dem kleinen Gebiet. Ja, ja, dem bleibt sonst nichts anderes, außer der Glauben. Wenn sie jetzt der Glaube. Ich noch mal angreifen. Nein. So, ganz kurz. Guck, jetzt hat es woanders hingebaut. Lol. Ich hoffe, man hört übrigens meine Waschmaschine nicht, aber ich glaube, der Ingame-Sound ist so laut, dass das also kein Problem ist. Die Geräusche sind mittlerweile relativ okay, aber die Musik finde ich gerade sehr laut. Ich weiß immer nie, wie ich das hier einstellen soll. Dramatisch. Manchmal ist das eine zu leise und das andere zu laut. Die Kanonen hört man zum Beispiel jetzt gar nicht, ne? Nee. Da hatten wir ja auch mal Aufnahmen, wo dann so... Ja, jeder zweite Sound ist immer laut. Sind wir damals drauf gekommen. Ja gut, das ist. Ja. Beim Schuss ist immer der zweite der lauteste. Merkt euch das? Der erste ist der wehtut, der zweite ist der lauteste. Oh, wir haben. Oh. Wir können die Mine bauen. Die wir uns nicht leisten können. Oh, come on, ey. Wie teuer ist die? 1000. Oh, wow. Ja, komm, das Holz machen wir eh automatisch. Dann machen wir die Stadt noch ein bisschen größer. Wir brauchen mehr. Oh, wir können die Steuern umsetzen. Wir brauchen mehr Steuern. Hinter dem Reh wird alles zugebaut. Das lebt gefährlich. Das aussterbende Reh. Ach komm, warum muss man das jedes Mal da oben auf diese Schwerter umschalten? Hat er das hier jetzt hier hingebaut? Oder war da vorher schon eins? Leute. Nee, ich glaube, er hat es daher gebaut. Er testet sich durch. So, kurzer Kontroll. Aber ich glaube, der Marktplatz wäre interessanter, oder? Weil da müsste er vielleicht ein ganzes Gebiet aufgeben. Ja, aber das Kontor deckt das eigentlich, glaube ich, locker mit ab hier. Mhm. Auch das da hinten? Die Getreidefarm zum Beispiel? Das deckt's ab. Okay, ja. Getreidefarm nicht mehr da hinten. Getreidefarm nicht, aber er hat jetzt hier auch noch ein Kontor. Das deckt eigentlich wiederum alles ab. Mhm. Außer da oben den einen Fleischer und den Holzfäller. Wobei, da hat er wieder ein anderes Kontor. Ach, naja. Jetzt haben wir ihn mal so weit. Jetzt hat er hier nicht nachgebaut. Ja, ja, da so. Das macht er, wenn du weg bist. Ich dachte schon gerade, ich habe die Kanonenkugel so schief gegangen, dass hier das Haus in Flammen aufgegangen ist. Hä? Wichtig ist es ja primär eigentlich nur, dass er erstmal keine Werft baut. Solange kann er nämlich keine Schiffe bauen und dann ist er ja uns eigentlich unter. Oh, wir haben Geld! Ist uns eigentlich unterlegen. Die so. Werft und halt, wenn er Kanonen baut. Was fehlt denn jetzt? Das ist trotzdem doof. Oh, jetzt fehlt Holz. Ne? Die Werft und die Kanonen, ja, das sind die zwei grundlegenden Sachen. Die Kanonen können wir halt leider nicht sehen. Weil das zukauft, doof. Ja, okay, ich weiß nicht, wir haben ja auch Kanonen versucht zu kaufen, es kam ja nichts. Ich weiß nicht, ob das bei wenn der Bürger hat vielleicht anders ist. Das war aber auch komisch, weil wir haben nicht eingestellt, wie viel Kanonen wir kaufen wollen, oder? Ja. Normal stellt man doch immer die Menge ein. Wenn man nichts einstellt, ist Maximum. Wenn ich jetzt hier so mache, Kanonen, sind sie auf Maximum. 60 Tonnen. Aber wie gesagt, können wir uns gerade eh nicht leisten. Oh, guck mal, 1701. Geld.
Entweder Anno 1701 Geld oder NCC 1701, das ist eine magische Zahl für uns gerade hier. 1764, Damit kann ich nicht arbeiten. Das Schaben, das klingt irgendwie wie Laub zusammenrechen, aber wie als wenn man auf dem Asphalt rechnet. Also ein bisschen am Asphalt ran schabt, so klingt das Soundfile. Ja. Also so richtig authentisch nicht ganz. Man hat's. Es ist so ein. Ja, keine Ahnung, so ein Sound wie. So die Atmosphäre vermitteln vielleicht, aber so richtig 100% übereinstimmt tut er nicht. Mhm. Ich finde das immer so spannend, wie die entstehen, so Soundfiles. Es gab mal eine Dokumentation, die kam auch vor ein paar Monaten, glaube ich, schon zu diesem Star Citizen Game. Die machen auch den verschiedensten Kram. Da lassen sie dann irgendwelche Metallbrocken, damit das, wenn so ein Schiff getroffen wird und sowas, ja, lassen sie Metallbrocken auf eine Wellblechplatte runterpurzeln und so ein Kram. Okay. Ich finde es auch generell interessant, so diese Sachen, die Mechaniken, die dahinter stecken. Beispielsweise, dass so ein letztens da ein GameStar-Bericht gesehen und das deckt sich mit dem, was ein Entwickler gesagt hat, so dass ein Pfeil und Bogen, dass es ein unglaublich befriedigender Sound ist. Pfeil und Bogen? Ja. Oder wenn du das jetzt abfeuerst, ja. Weil du hast diesen Sound, dieses Psch, wie du sagst, und dann dieses wenn es sein Ziel erreicht. Dass es gleich voll das Trefferfeedback gibt, halt mehr als wenn du jetzt irgendwie mit einem Phaser schießt oder so. Da hast du nicht so das Trefferfeedback. Ah, nochmal. Ja, okay, ja, ich kann es verstehen, ja. Und dass auch Sounddesign sehr wichtig ist, wenn man jetzt beispielsweise irgendwelche Sachen assoziieren möchte, bei Lootboxen oder so. Das ist ein besonders toller Gewinn. Und dann hast du halt irgendwie voll den epischen Sound, wenn du die Lootbox halt aufmachst. Dass du denkst, ja geil, da möchte ich noch mehr haben. Das belohnt mich so richtig. Also wie mächtig so ein Sounddesign eigentlich ist, wenn es richtig gemacht ist. Bei so einer Lootbox passt dann auf, ich bin ein epischer Sound, du hast mich geöffnet. Ja, okay. Danke für dein Geld. Du bekommst nichts dafür. Oh, fies. So. Der Weg zur eigenen Werkzeugproduktion ist fast geschafft. Yay. So, und der baut seinen Marktplatz, er baut ihn jedes Mal nach. Ja, oder? Ja. Wobei, den Fisch hat er auch schon aufgegeben. Obwohl, nee, er hat den Fischer aufgegeben und hat Getreidefarm gebaut. Den Fischer, sag ich, den Schlechter. Statt Schlechter ist jetzt eine Getreidefarm. Na geil. Na, die war vorher nicht da, die Getreidefarm, will ich meinen. Die hier, oder? Nee, die darunter. Die? Echt? Okay. Ich weiß nicht, hier war irgendwie die Rinderfarm zweimal. Ja, genau. Da und dann da und... Dann war sie da oben, ja. Warte, die jetzt überhaupt? Ach, hier. Na toll, da komme ich nicht mehr hin. Die war schon. Die war schon da. Die hier oben, oder was? Ja. Achso, okay. Auch noch zerstören. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Im wahrsten Sinne. So, 14. Oh, das ist gut. Das müsste eigentlich ausreichen. Respekt, du hast trotzdem der Soundfiles. Ja, genau. Das war ein Original Anno-Soundfile. Ja, kennt man so. Zack. So. Also ich meine, der hat sich richtig Mühe gegeben, da die Straße raufzukommen und sie die Aufnahme zu schaffen.
Ich will mit. Und da auch noch? Oh, cool. Oh, nee, warte mal. Nicht weiter drauf. Warte mal. Der hat Pest und der hat keinen Arzt. Stirbt! Stirbt! Nehmen wir ihn lieber noch die Wolle weg. Die haben wir echt. Eben deswegen haben sie Kirchen auch noch. Ach so, ja klar. Haben wir echt sonst nichts. Pest, Krieg, keine Schiffe, um irgendwie mit der Außenwelt Kontakt zu halten. Aber hey, drei Kirchen. Reitseite. Geil wäre es auch noch, wenn man die Schiffe so strategisch positionieren könnte, die eigenen, dass die anderen nicht durchkommen. Die Handelsschiffe und so. Das wäre geil. So ja. Richtig ausbluten lassen. Das wäre nett, ja. Gibt Breitseite. Ist auch ein Begriff, der komplett verloren gegangen ist, oder? Ja, so wie in die Wanden. Gebt Breitseite! Boah, ja, gut. Ich hab versehentlich zweimal geklickt, verzeiht mir. Hat sich auch gedacht, der ist komplett verloren, der Begriff. Ihn müssen wir nochmal bringen. Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Brotseite, was? Letztens kam ja das Spiel U-Boot raus, jetzt glaube ich die Woche, habe ich mal Gameplay dazu gesehen. Mhm. Und dann hat das auch einer erzählt oder hergezeigt, der mal bei der Marine war und der dann auch, ja hier Landrettchen und so. Und dann, ja, kenn ich auch nicht. Diebstahl. Auch mit so Seemanns-Jargon. Ja, bietet sich ja an. Es ist ja wie damals, als Sea of Thieves rauskam. Mhm. War das Anfang letzten Jahres, glaube ich, ne? Also sowas wie das Schiff aufklaren, zum Beispiel. Ja. Hä, was? Das ist ja noch relativ. Schiff aufklaren ist noch Segel hoch, oder? Ich weiß es nicht. Achso, ich dachte, das wäre jetzt das. Ne, mir fiel es nur damals eben halt auch auf. Oh, haben wir keine Feuerwehr? Doch, wir haben noch eine Feuerwehr. Wir haben keine Feuerwehr. Gerade doch drüber gelacht, dass der andere so dämlich baut und keinen Arzt hat. Und jetzt fucken wir ab. Ja, die kleinen Sünden bestraft Gott sofort, oder wie geht das? Definitiv, ja. Und wir sind die Ersten. Kriegen wir... Jetzt bau schon. Ja, okay. Ja, mein Defis kriegen wir hin. Ja, du kannst ja drumherum führen. Du kannst ja so ein Pier rundherum führen lassen. Ja, stimmt. Wir haben ja hier keinen Vulkan, der uns das diesmal wieder wegreißt über der vorherigen Welt. Dann kriegst du noch eins hin. Yay. Juhu. Zack. Oder jetzt zwei. Ja, toll, was ist das für eine lausige Feuerwehr gewesen hier? Mensch. Da schnitt mal sein Gewürz. Wie sieht's hier aus? Oh, sehr schön. Oh, wie sie alle verrecken. Sehr schön. Wie sie alle verrecken. Wie war das? Du bist eigentlich immer ein friedlicher Spieler und hast so PvP und sowas. Ja, du hast mich auf die böse Seite der Macht verleitet. Sein Stellaris. Oh, da, Anno. Warte mal, ist das unser... Wo sind wir gerade? Bei uns? Wir sind okay, bei uns, was? Ja, warum? Hä? Ich dachte, weil er hat eine Werft. Ich dachte, das nee, ist. Nee, es ist unsere. Soll ich unsere eigene abschießen? Ja! Okay! So. Ja, im Prinzip konnten die sich eigentlich auch weiter ausbauen. Geld bräuchten wir nämlich eh. Was fehlt euch eigentlich zum Bürgertum? Schule und Wirtshaus.
zwei Sachen, die wir eigentlich schnell ihnen besorgen könnten. Quasi sowas wie ein Bücherclub. Genau. Wo man sich denkt, das ist Bildung, in Wirklichkeit wird dann nur gesoffen. Nee. Also wir bräuchten eh zwei, ne? Eine hier hinten und eine hier drüben. Wobei, wenn wir hier eine setzen, geht's bis da. Wird's auch da drüben lang. Bisschen langweilig jetzt, aber naja. So, und eine hier hin. Langweilig. Wie damals in der Schule. So, kriegst du das noch? Gebt Breitseite! Schade. Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Gut, dann ballern wir ihm jetzt hier noch die Mauer weg und... Guck, das Getreide... 2016 haben wir. Oh. Fast Echtzeit, meine Damen und Herren. Apropos Zeit, wir sind schon wieder am Folgenende. Mein Gott. Hoffnungsspiele, sie rasen voran. Echt, also... Wir merken es auch diesmal bei Transport Fever. Und zack, schon wieder 14 Minuten. Wie viel muss man jetzt eigentlich noch schaffen für die Mission? Aristokraten ist unser Ziel. Okay. Also unser Ziel ist es nicht, ihn hier auszulöschen. Das ist eher so ein selbst auferlegtes Ziel. Bonus. Bonus, genau. Was ich aber mal bauen wollte, wäre ein Handelsschiff. Das hier. Sah gerade aus, als hätte eine weiße Flagge gehabt. 29, ja, hätten wir. Täuscht mich wahrscheinlich. Ist das auch Geld? Das machen die Augentropfen. Achso, okay. Nicht, dass da jetzt noch ein weißer Spieler dazukommt vom Kartenrand. Genau. Das, was gerade anlegt, das Schiff. Was war denn das? Gelb. Gelb, okay. Gelb handelt mit Rot? Oh. Du musst gleich Krieg erklären, sofort, egal was er hat. Lass mich raten, Gelb ist schon Militär unterwegs? Nee. Du hast echt gut abgekupfert von mir. Gleich Krieg erklären. Ja, okay, das ist eine miese Insel, die will ich gar nicht haben, glaube ich, von Gelb hier mit dem... mit dem Vulkan da hinten. Das hier war, glaube ich, unsere Wunschinsel, irgendwie wegen dem Gewürz oder so. Ja, genau, wegen Gewürzen. Oh, jetzt baut er wieder Mauern. Feigling, Feigling. Trump. Genau. Und wie viel fehlt uns noch zu Aristokraten? Also wir müssten erstmal auf Bürger kommen, dann auf Kaufleute und dann auf Aristokraten. Mein Gott. Da fehlt noch so ein bisschen was. So, können wir jetzt schon die Schule? Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns mal Orte für die Wirtshäuser aussuchen. Hatten wir beim letzten Mal Bürger, oder? Ja. 500 Bürger. Ja. Jeweils zweimal. 500 Bürger, glaube ich, ja. Genau, zweimal 500 Bürger. Also hier eins und da eins, dann geht es eigentlich gut aus. Dann mache ich hier hinten nur eins setzen. So. Plumps. Ja, wir bräuchten hier tatsächlich eigentlich auch eine Kapelle in der Nähe. Ja, da entwickelt sich gar nichts, wahrscheinlich wegen der Kapelle. Ja. Hat die komplette Reichweite, aber klick nochmal drauf. Nicht so wirklich, aber ich glaube, wir müssen dann eh ein paar mehr bauen. Aber so hat zumindest dieser Teil mal wieder Ausbaumöglichkeiten. Oben fehlt halt was. Oben, okay. Ja, für zwei Häuser, ich weiß ja nicht. Vier. Okay, vier. Hier, kommen wir zurück, Ciolo. ist das nett, eine schöne Aussicht. Das ist quasi die Hafenkapelle. So, einmal Hof. Warum handelt der so viel? Hör auf zu handeln. Jetzt haben wir ihm extra schon seinen ganzen Steg weggeschossen. Eigentlich geht schon gar nicht mehr physikalisch. Eigentlich nicht, ne? Wir müssten schon die Waren reinschupfen. Über den Schrott rüberwerfen. Hier, der gute Alkoholschmeiß. Sehr schön, so, das Ding ist auch weg. Dann noch irgendwo ein Fischer. Ja, hier unten. Ah, hier hat er auch seinen... Seine Rinderfarm durch neu gebaut. Mit immer weniger Reichweite für die Rinder. Irgendwann nur so ein grünes Feld. Ah, sehr schön.
Schiffchen. Schiffchen. So, komm, wir sind bei 25 Minuten. Bevor wir groß überziehen, Valvo, ich bedanke mich fürs dabei sein. Wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Hummel, Hummel, Mos, Mos. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao.